Es ist soweit. Weihnachten. Ich habe die ersten Geschenke ausgepackt und habe mich sehr gefreut. Und mein Make-up ist auch schon total zerlaufen gewesen, weil ich geweint habe, weil ich mich schon gefreut habe. Ich habe übrigens meinem Hasen jetzt auch endlich was geschenkt und ich habe auch eine total tolle Idee gehabt. Und zwar ein Wellness-Wochenende mit Sauna und Solarium. Nein, nicht Solarium, aber Schwimmbad und Massage und so und Essen gehen. Und ja, die Idee ist übrigens von mir selber gekommen. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Zuschriften gekriegt, was ich denn dem guten Menschen schenken soll. Hab da auch gute Ideen. Ich meine, es kommen mir noch ein paar Feiertage und Geburtstage und so weiter und so fort. Aber wir fahren jetzt in ein Wellness-Hotel. Und ja, das wird jetzt erstmal das letzte Video sein. Vor Heiligabend. Also ich meine, es ist ja heute, aber es ist ja noch nicht Abend, weil es ist jetzt gerade mal 14:30 Uhr. Und dann wird das Video entstehen. Ladupa feiert Heiligabend mit der buckligen Verwandtschaft. Es wird wahrscheinlich im Stile von Rotenburg, weil Weihnachten immer genauso langweilig und chaotisch läuft wie jedes Jahr. Ja, also es wird eine Mischung aus genervt sein, Langeweile, überfressen sein und wann kann ich endlich Party machen und fahren? Oh, immer jetzt, ne? Immer, sobald ich mein Videoapparat hier anhabe, dann kriege ich ICQ-Nachrichten, sonst nicht. Also schon, aber ne, war ja klar. Ja, und dann wollen wir mal gucken, wie weit sich das ja dann quasi so weihnachtlich. Übrigens, ne? Also ich war ja extrem enttäuscht. Also ich weiß ja nicht, ob ich irgendwie eine komische Haut oder Hautfarbe habe, aber ich war in den letzten 3 Tagen unterwegs und wollte mir einen Nude-Lippenstift kaufen. Und glaubt mir wirklich, ich habe von Essence, von Catrice, von Manhattan, von, glaube ich, Nivea, ich habe Alterra sogar, ich habe alle möglichen, auch die Rossmann Hausmarken, ich habe Nude-Lippenstifte ausprobiert. Entweder waren die viel. Sogar den von euch empfohlenen, jetzt muss ich nochmal gucken, Simply Nude oder so, ich weiß nicht mehr genau. Der wurde mir empfohlen und ich habe wirklich ganz viele Produkte ausprobiert. Entweder waren die viel zu rosastichig oder zu dunkelbraun oder einfach so, also das ist jetzt ein Lipgloss. Ne? Also ich habe mir jetzt keinen gekauft. Allerdings habe ich mir ein neues Rouge gekauft und einen Concealer, weil. Die Weihnachtsvorfeiertage haben so ihre Spuren hinterlassen. Und ich will mal gucken, was das für einer ist. Den kann man so rausdrehen. Und mal gucken, ob der mir das gibt, was ich brauche. Das Luder. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann später. Und dann wünsche ich allen YouTuber und YouTuberinetten fröhliche Weihnachten und ganz viele lustige und interessante und erotische und romantische Geschenke. Und dann sehen wir uns heute Abend zu meiner Merry Christmas Review of the Year 2009. Bis dahin wünsche ich euch alles Schöne und Gute. Tschüss. Achso, ich werde wahrscheinlich das heute Abend noch nicht hochladen können, weil ich werde das zwar drehen können und wahrscheinlich sogar noch bearbeiten vor lauter Langeweile. Aber ich weiß nicht, ob ich bei Omi Internet habe. Lass die Schokolade! Der Hund. Geh weg jetzt. Oh. Ja, und mal gucken, dann wird das, denke ich, die Tage online gehen. Bis dahin wünsche ich euch alles. Tschüss. Alles Lustige und Weihnachtliche. Schöne und so. Bis dann. Tschüss.